Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir stehen hier vom Abenteuerhotel im Heidepark Resort. Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute ist das Presseevent, die Presseeröffnung zu der Dämonengruft, der Dark Ride, der gruseligste Dark Ride hier in Deutschland. Und der öffnet offiziell morgen, also ab morgen könnt ihr auch alle vorbeifahren und könnt damit fahren. Was euch da erwartet, wie es uns gefällt und ja, wir freuen uns richtig. Erfahrt ihr dann gleich alles hier im Video. Ganz viel Spaß dabei. Hier jetzt im Abenteuerhotel und warten drauf, dass es losgeht. Hier laufen schon ein paar grausige Gestalten rum. Bin richtig gespannt. Guck mal, wir haben auch noch hier Natalie und Matthias mit aufgegabelt. Hallo! Und ich bin unfassbar gespannt. Also. Halt dich fest. Besser, ja. Guckst du an. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es freut uns ausgesprochen, Sie hier heute persönlich begrüßen zu dürfen. Wenn ich mich einmal vorstellen dürfte, mein Name ist Viktor Blutstein. Und ich bin Elvira Nachtschatten. Guten Tag. Ein Applaus vielleicht. Danke. Eine ganz rote. Bei Ausgrabungen im Heidepark sind Jahrhunderte alte, vielleicht sogar Jahrtausende alte Ruinen entdeckt worden. Sehr, sehr spannend, sehr interessant. Was dort unten so zu sehen ist. nach, sagen wir, merkwürdigen Ereignissen dort unten, haben die Dorfbewohner sich versucht zu schützen. Haben die Dorfbewohner die Gelegenheit genutzt und Touren in den Katakomben angeboten, damit wir den Gästen, wie zum Beispiel euch, euch zeigen können. Natürlich, ihr sollt euch nicht scheuen, sondern wir wollen euch zeigen, was so Schönes, Tolles da unten eigentlich so schlummert. Natürlich. Das wolltest Touren. Du sagen, ja. Natürlich. Das Ganze hat ganz wunderbar funktioniert. Wir hatten sehr viele begeisterte Gäste und den Dorfbewohnern ging es gut. Die Gäste hatten ein lebensveränderndes Erlebnis. Ja. Heidepark-Resort.
erstmal meinen herzlichen Dank an die Bewohner unseres hauseigenen transsilvanischen Dorfes, die am heutigen Tag von ihrem Hausrecht Gebrauch gemacht haben. Ich stelle mich selber vor. Mein Name ist Peter Dunn. Ich bin hier der Geschäftsführer des Heide Park Resorts. Und ich freue mich, zahlreich vertreten aus Presse, aus Radio, aus TV, unsere Influencer und auch der Fachpresse. Serengeti Park habe ich auch gesehen, zu vertreten. Und tatsächlich auch Presse aus dem Ausland dabei für die Eröffnung unseres neuen Fahrgeschäfts, unserer neuen Attraktion, die ihr gerade jetzt im Film gesehen habt, präsentieren. Ihr werdet auch gleich sehen, Deutschlands gruseligster Dark Ride. Ich hoffe, wenn ihr das selber gesehen habt, dass ihr das auch zustimmen würdet. Die Eröffnung ist für Gäste am Karfreitag, sprich morgen. Und rein zufällig ist das genau 10 Jahre nach der Eröffnung von Flug der Dämonen, der vor 10 Jahren an dem Ort aufgebaut wurde. Unsere treue Fans, unsere Influencer, unsere Freunde des Heideparks werden auch hoffentlich sich freuen, dass wir dafür das ehemalige Bahnhofsgebäude der ehemaligen Wildwasserbahn 2 wieder zum Einsatz gebracht hat. Und wunderbar. Ich grüße Sie. Mein Name ist Thorsten Beerwald. Ich arbeite als Projektleiter, als Bauingenieur und Projektleiter für Mörlen, für den Heidepark. Und in diesem Projekt durfte ich das Projekt leiten und begleiten. Und ich möchte Sie nicht nur mit Randdaten füttern und Sie informieren. Ich möchte Sie eigentlich durch die Entstehungsgeschichte praktisch, wie wir dieses Gebäude umgebaut haben, einmal durchführen. Sie zu rechnen praktisch den Bereich, den wir umgebaut haben. Wildwasserbahn 2, Stationsgebäude ehemals, wie gesagt, es war eine Wildwasserbahn. Wir haben sie komplett umgenutzt und wir haben sie auch komplett umbauen müssen, um einer neuen Nutzung praktisch zuführen zu können. Das war bautechnisch sehr aufwendig. Also ich erzähle viele Dinge jetzt aus Ingenieurtechnik, Dark Ride, also eine völlig neue Nutzung. Planungszeitraum, wie gesagt, September 22 bis Mai 23, etwas überlappend. Wir sind gestartet vor Ort im Januar 23, haben jetzt abgeschlossen mit den letzten feinen Arbeiten zur Showtechnik hin. Also wir haben eigentlich ein strammes Programm gehabt. Und das ist die Bestandssituation, die wir hier sehen, praktisch was wir überhaupt vorgefunden haben. Das Gebäude war im Inneren praktisch, das stand seit 12 Jahren leer, das war ungenutzt. Anfang 23 haben wir jetzt diese Situation, einmal eine Außenansicht. Das Fahrgeschäft, wie es sich im Innenbereich dieser Gebäudestruktur, Entschuldigung, einmal so darstellt. Wir haben hier ein schienengeführtes Fahrgeschäft, Indoor Dark Rides, das kennen Sie wahrscheinlich auch als Fans von Freizeitparks, das gibt auch nicht schienengeführte Indoor-Rides. So. Wir haben uns hier bewusst für ein schienengeführtes Fahrgeschäft entschieden, weil wir einen relativ engen Bereich haben, weil wir jede einzelne Szene hier hoch durchthematisiert haben und der Platz dazu ist relativ begrenzt, denn auch das ist halt unsere Lösung dazu auch. Heiligen Konstruktion bis hin über das voll durchthematisierte Endprodukt. Und das ist praktisch jetzt hier, was wir jetzt hier sehen, das ist eine Zwischenstufe von Thematisierungselementen in der Vorfertigung. Dieses Wandpanel zum Beispiel, das werden Sie in einer Grottensituation wieder erkennen. Das ist ein Teil eines Musterstückes, was abgestimmt, vorgefertigt wird und dann zur Baustelle geschaffen wird und dort eigentlich vor Ort die letzte Finalisierung dort auch erfährt. Am Ende des Tages, sage ich mal so, bin ich gespannt auf Ihr Resümee. Ich persönlich bin sehr, sehr gespannt. Und ja, ich freue mich. Ich lausche jetzt gerne, wenn wir alle nach unten fahren und bin guter Dinge. Ich hoffe, wir haben am Ende zusammen mit dem Team, ich möchte das nochmal bewusst erwähnen, wir arbeiten grundsätzlich von Anfang an immer sehr eng und intensiv zusammen und haben, glaube ich, und ich möchte es nochmal hervorheben, insgesamt im Heidepark und insgesamt auch mit den Mörlin-Kollegen ganz, ganz klasse Team und tolle Unterstützung auch immer durch Peter Dunn, durch unsere Geschäftsführung. Die Sache so, wir haben ein ganz, ganz breites Fundament, so, wo wir gerne und auch leidenschaftlich dran arbeiten.
Ja, jetzt hatten wir hier erstmal eine kleine Gesprächsrunde mit Peter Dunn, dem Geschäftsführer, Thorsten Merwald, der Projektmanager. Wir haben die ersten coolen, interessanten Eindrücke bekommen. Jetzt gibt es ein bisschen Catering und Essen, Trinken und es gibt hier so irgendwie so einen speziellen Cocktail, der hier aufgetischt wurde. Und dann wird es gleich cool mit dem Chevy, wenn wir zur Attraktion gefahren. Wie cool ist das denn? Sagen wir. Gibt jetzt hier so einen Cocktail, ich glaube, da ist einfach nur Saft drin. Finde ich ganz cool. Oder so auch? Es riecht auf jeden Fall nach Orangensaft. Ganz dolle. Oder kommt das von der Orange? Ist auch egal, auf jeden Fall, ich probiere mal. Das ist der Dämonen-Cocktail. Oh, der ist lecker. Ja? Das, ich merke auf jeden Fall auch Brausepulver draus. Also schmeckt nach Brausepulver. Reinnehmen. Ich gehe nach vorne. Drei können da einmal mitfahren. Oh, ich will mit dem Golfkart fahren. Jetzt geht's hier mit dem Katakomben-Tourbus, Van, wie auch immer, einmal zur Attraktion. Richtig cool. Ich bin gespannt. Ihr ja, haltet euch gut fest hinten? Ja. Ah, wunderbar. Warten wir noch auf den Rest. Wie war die Fahrt im Van? Ja, da steigst du im Sessel ein quasi, ne? Also du setzt dich da rein, ne? Und dann versinkst du erstmal und da stinkt da so nach Benzin, ne? Das ist der Hammer. Ja, hier spielt die Musik, herzlich willkommen. Eingang. Die Frau Düstersee wartet auf uns. Kommen Sie also nun mit. Nochmal ganz anders als in letzter Woche irgendwie. Richtig gut. Und Musik? Ist auch sehr passend auf jeden Fall. Willkommen zur Katakomben-Tour. Herzlich willkommen. Wir sind dabei, ein 4000 Jahre altes Geheimnis zu lüften. Ein Geheimnis, das der Außenwelt bisher unbekannt war. Dieses Dorf, unser Zuhause, ist seit Jahrtausenden heilig. Ein Ort voller Familienwerte, Verwandtschaft und wunderbaren Traditionen. Ja, es hat beunruhigende Gerüchte gegeben. Aber wir fühlen uns geehrt, dass ihr uns euer Vertrauen schenkt und wir euch herumführen dürfen. Wir bitten euch, während der Tour keine Kameras oder andere Geräte zu benutzen, welche die empfindlichen Fresken in der Gruft beschädigen könnten. Wenn euch Kinder begleiten, die beaufsichtigt werden müssen, lasst sie zuerst einsteigen. Der Erwachsene muss rechts neben dem Kind sitzen. Das Ritual verlangt es so. Oh, und bitte lasst eure Hände und Beine immer im Wagen. Wir wären sehr traurig, wenn euch etwas zustoßen würde. Bisher kannten nur wir den Ort, an dem wir jetzt mit euch gehen. Nur wenige wissen, was sich hier verbirgt. Betrachtet euch als die Glücklichen. Wir freuen uns, euch jetzt mitzunehmen. Amen.
Auf Wiedersehen, jetzt kommen wir aus der Dämonengrube. Wir haben überlebt. Verrückt. Oh, ich bin voller Emotionen. Also, es sieht echt genial aus. Onrides war nicht erlaubt. Generell ist das Film auf dieser Attraktion nicht gestattet. Aber ist ja auch gut, weil dann könnt ihr selber vorbeikommen und euch einen eigenen Eindruck verschaffen. Was sagst du? Ich fand's mega cool, weil du hast einfach, ich finde das einfach so, wenn du da reinkommst, dieses Ding ist so krass thematisiert. Also du glaubst wirklich nicht, dass du noch im Heidepark bist. Das Ding ist einfach wie in einer Gruft in einer Höhle. Also du hast Gerüche. Du hast Nebel, du hast Wasserspritzer, du hast alles dabei. Richtig geiles Ding. Ja, also sehr, sehr, sehr gelungen. Also auch mit die Düfte. Ich habe so ein bisschen auch so Hamburg Dungeon Vibes gekriegt. Also hat mir sehr gut gefallen. Also bloß wer vielleicht ein bisschen schreckhaft ist, überlegt es euch. Ihr könnt ja Kinder ab 8 können schon mit einer volljährigen Person ab 1,30 Meter hier schon mitfahren. Schätzt euch selber und eure Kinder ein, ob die sich das schon trauen. Ab 12 Jahren darf man alleine fahren. Ich hoffe, die Musik ist nicht so laut. Das ist über hier die Warteschlangenmusik. Macht Stimmung und ist definitiv ein Gewinn hier für den Heidepark. Ab morgen könnt ihr mitfahren und also unglaublich gut. Los geht's! Ja. Lass uns ein paar Mal fahren. Ich finde es immer noch einen sehr süßen Dark Ride. Also der bereichert den Heidepark. Der bereichert den Heidepark schon ungemein, muss ich ehrlich sagen. Den Gruselfaktor würde ich immer noch mal auf das eigene Ermessen legen. Wenn du ein Horrorfan bist, ist das genau das Richtige für dich. Aber wenn du ein Schissbuchs bist, wird das wahrscheinlich zu viel für dich sein. Weil an manchen Stellen hat mich das Ding auch gekriegt, muss ich ehrlich sagen. Und ich finde es sehr cool und macht mir Spaß und werden wir wahrscheinlich jetzt bei unserem Heideparkbesuch öfter mal mit einbauen, das Ding. Was cool ist, es ergänzt jetzt ja den Themenbereich Transsilvanien, ne? Genau. Gegenüber von Toxic Garden hast du den Eingang. Und dann geht das schon los mit der stimmigen Q-Line am Eingang, mit den Felsen und den Bäumen und dann der unterstrichene Soundtrack dazu. Wird ganz cool, glaube ich. Und, Storyline hast du sogar, ne? Ja, aber damit hat sich ja Denise ein bisschen mehr befasst mit der Storyline. Und, oder, beziehungsweise ich kann mir sowas ja nie merken. Ich lese das, finde das cool und dann vergesse ich es eh wieder. Ja, auf jeden Fall, Deutschland hat einen neuen Dark Ride, der echt ganz cool ist, mal eine ganz andere Schiene einschlägt als die üblichen immer irgendwelche Märchen. Hier hast du wirklich mal was Gruseliges am Start, was ich sehr geil finde. Ja, und das war's dann jetzt auch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video hier mit uns gefallen. Dann lasst auch ein Like, ein Abo da. Ihr wisst Bescheid. Und auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an den Heidepark für die Einladung zu diesem Presseevent.